Heute beim elektrischen Reporter, Kicker, Polizei und Petitionen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Wohl kaum ein Medienbereich hat die Digitaltechnik stärker revolutioniert als den Bewegtbildsektor. Vor gar nicht allzu langer Zeit kostete ein Videoschnittplatz so viel wie ein Eigenheim und eine professionelle Kamera so viel wie ein Oberklasse-Pkw. Seit Videoproduktion nun für jeden erschwinglich ist, hat sich nicht nur die Zahl der Urlaubsfilme verumfzigfacht, nein, auch die vormaligen Objekte der Bewegtbildberichterstattung erstatten nun selber Bericht über sich selber, Bundesliga-Vereine beispielsweise. Die Fußball-Bundesliga ist ein Riesengeschäft. Allein für die Fernsehübertragungsrechte kassieren die Vereine in den nächsten 4 Jahren 2,5 Milliarden Euro. Für die übertragenden TV-Sender ist das Produkt Bundesliga extrem attraktiv, für manche sogar von existenzieller Bedeutung. Doch im Bereich der bewegten Ballspielbilder findet gerade eine kleine Revolution statt. Die Bundesliga-Vereine stellen zunehmend eigene Web-TV-Angebote ins Netz. Die Clubs schaffen sich so ihre eigene Öffentlichkeit, an den etablierten TV-Anbietern vorbei. Für die Vereine ist das ein Riesenschritt. Sie sind unabhängig, sie können ihre eigene Meinung in die Gesellschaft hinaustragen. Das heißt, die Deutungshoheit, die bisher klassisch bei relativ wenigen Journalisten lag, bei wenigen Fernsehsendern, die hat sich allgemein verbreitet. In vielen Lebensbereichen hat das Internet die Mittelsmänner, die Zwischenhändler, aus dem System geworfen. Auch für den Informationsweg vom Verein zum Fan braucht es nun keinen Dritten mehr. Ich glaube schon, dass da eine kleine Revolution stattfindet. Tatsächlich haben die Vereine einfach die Möglichkeit, die Fans direkt zu erreichen, müssen nicht mehr den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Umweg gehen und es über ein externes Medium versuchen. In der ersten und zweiten Liga betreiben mittlerweile fast alle Vereine eigene Web-TV-Angebote. Auch weniger fanstarke Vereine wie Hannover 96 haben in den letzten Jahren professionelle Medienstrukturen aufgebaut. 96TV wird von 2 festen Redakteuren betreut, die sich ausschließlich dem Club-TV widmen. Ich glaube, wir als Vereinsmedium heben uns vor allem durch die Nähe zu den Spielern ab. Also, wir haben halt da einen großen Vorteil gegenüber den externen Medien, ganz klar. Wir sind immer nah dran. Uns kennen die Spieler und wir können mit denen Geschichten machen, die so mit einem externen Medium, glaube ich, kaum möglich wären. Mit Journalismus haben diese Webvideo-Angebote wenig zu tun. Kritische Berichte oder schlechte Nachrichten über einen Verein wird man hier nicht finden. Genau genommen sind es Unternehmensvideos, die im Netz landen, von mittelständischen Betrieben, die sich im besten Licht zeigen wollen. Für Fans aber macht genau das die Vereinssender so attraktiv. Also es ist schon so eine Sache, die mich gefühlt einfach dem Verein so ein bisschen näher bringt und mir auch das Gefühl gibt, dass ich eben nicht ein Haupttribünen-Fan bin. Für durchschnittlich 40 Euro im Jahr bekommen die Fans auf den verschiedenen Club-TV-Kanälen die Zusammenfassungen aller Spiele eines Vereins zu sehen. Außerdem Wiederholungen, Vor- und Nachberichte, Interviews und zum Teil skurrile Spielerporträts. Was es allerdings nicht gibt, sind Live-Spiele. Diese Rechte sind der Schatz der deutschen Fußballliga und werden entsprechend teuer an die Fernsehsender vergeben. Das führt dazu, dass beim Club-TV alles aus der Konserve kommt. Für die Fans ist das Vereinsfernsehen daher kein Ersatz fürs teure Pay-TV. Club-TV ist Fernsehen für Fans. An der breiten Masse gehen die Angebote vorbei. Das ist eine sehr spitze Zielgruppe. Und da diese Zielgruppe natürlich auch diejenige ist, die ins Stadion geht, da sie diejenige ist, die sowieso die Mannschaft Tag und Nacht begleitet, ist zu vermuten, dass die Nachfrage nicht sehr hoch ist. Gerade einmal 2000 zahlende Abonnenten hat beispielsweise 96TV. Damit verdient der Verein nach eigenen Aussagen kein Geld. Bei den meisten Web-TV-Angeboten von Bundesligisten sieht es ähnlich aus. Eine Ausnahme ist wie so oft Bayern München mit FCB-TV,
Rund 35.000 Abonnenten zahlen regelmäßig für die Bayern-Videos. Noch schauen sich die Fans das Vereinsfernsehen hauptsächlich am Rechner an. Doch mit der wachsenden Medienkonvergenz, mit Fernsehgeräten, die Videostreams genauso abspielen, wie sie es mit Fernsehsendern tun, senden die Clubs bald eine direkte Konkurrenzveranstaltung zu Sportschau und Sportstudio. Zumindest, wenn es um den eigenen Verein geht. Kommen wir nun vom Abfilmen zum Abschreiben. Nicht nur die Doktorarbeiten so mancher Politiker entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Abschriftensammlungen. Sogar manche Twitterer können der Versuchung des Fremdfederschmückens nicht widerstehen. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Falk, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite in einer Werbeagentur. Und im Internet bei Twitter bin ich bekannt als Wortmonster. Also angefangen hat es damit, dass ich einen Tweet geschrieben habe mit ziemlich vielen Retweets. Und dann fing das halt an nach 2-3 Tagen, dass ich gesehen habe, dass der sehr oft kopiert wurde von anderen Leuten, ohne anzugeben von wem. Und dann haben sich auch später noch größere Accounts beschwert, dass von ihnen Tweets geklaut wurden. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man gegen vorgehen und habe deswegen dann die Polizei aufgebaut. Also es ist wie vor Gericht. Richtig sicher sein kann man sich eigentlich nie, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte. Zum Beispiel, wenn jemand kopiert, dann übernimmt er Schreibfehler oder Kommafehler. Und da erkennt man dann schon ziemlich gut, ob es kopiert ist oder nicht. Und außerdem schauen wir dann immer, ob es nur ein Tweet ist oder ob das in der Timeline richtig viele sind. Und da kann man dann schon erkennen, ob derjenige Sachen selbst erfindet oder einfach sich auf andere verlässt und dort kopiert. Also die Reaktionen sind ziemlich unterschiedlich. Der eine beschwert sich, dass wir ihn entdeckt haben und macht ein riesiges Tamtam, als ob wir die Bösen wären. Der andere, den interessiert es gar nicht und manche löschen sich einfach. Man sagt zwar immer, eine Kopie ist die beste Werbung. Das Problem bei Tweets ist nur, man erkennt nicht, von wem das Original ist. Und deswegen, finde ich, sollte man immer angeben, wer das Original geschrieben hat, weil dann ist es auch wirklich eine Werbung für denjenigen. Klar, es ist eine Art Selbstjustiz, aber ich denke nicht, dass die Anziehungskraft und vor allem die Qualität von Twitter darunter leiden dürfte. Ich denke sogar, dass es besser wäre, wenn die Leute verschwinden würden, die anderen Usern die Lorbeeren wegnehmen. Wir haben uns auch schon gefragt, warum Leute eigentlich kopieren. Eine richtige Antwort gibt's nicht. Wahrscheinlich irgendein Ego-Ding, um sich vor anderen zu profilieren. Vor Gericht wird wahrscheinlich keiner gehen, um seinen Tweet zu schützen, aber es gibt immer noch so einen seelischen Schaden, der dann trotzdem noch entsteht, wenn jemand dem anderen was wegnimmt. Was ich empfehlen kann, wenn man einen guten Tweet sieht und den verwenden will, einfach angeben, von wem er ist. Und nun vom Abschreiben zum Unterschreiben. Mussten Bürgerinitiativen und Politaktivisten früher mühsam in Fußgängerzonen Passanten um unterstützende Unterzeichnungen bitten, kann man heutzutage auch das im Internet erledigen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Die Online-Plattform change.org möchte politische Entscheidungen beeinflussen und sammelt zu diesem Zweck Unterschriften. Auch Nora Lump hat dort hin und wieder Petitionen unterschrieben. Jetzt hat sie ihre erste eigene Unterschriftensammlung gestartet. Gemeinsam mit anderen Eltern kämpft sie um eine weitere erste Klasse für ihre Kinder an der bilingualen Europaschule in Berlin-Neukölln. Wir haben inzwischen 755 Stimmen gesammelt in 10 Tagen. Wir haben es jetzt geschafft, einen Termin mit der Bezirksstadträtin zu bekommen und wollen jetzt eigentlich den Termin noch abwarten, um dann zu gucken, wie wir vielleicht als so eine Art Druckmittel im Nachhinein diese Online-Petition noch überreichen, dass man das einfach mit einer gewissen Öffentlichkeit überreicht. In Deutschland nutzen über 376.000 Aktivisten change.org. Jeder kann dort eine Petition starten und nach Unterstützung suchen.
Aktuell stehen 864 Projekte zur Auswahl. Einmal eingeloggt, ist es leicht und verführerisch, sich von Petition zu klicken und schnell mal zu unterschreiben. Man kann sich dabei als echter Weltverbesserer fühlen. Change.org belohnt also lediglich ein paar Klicks mit einem guten Gewissen, könnte man meinen. Also eine Petition, die ich starte zur Rettung des Klimas, ist schwierig, weil da weiß jeder Mensch, jede digitale Unterschrift wird daran erstmal nichts ändern, sondern Kampagnen, gute Kampagnen und Petitionen sind dann stark, wenn sie auch konkrete Veränderungsmacht in sich tragen. Auch die bisher größte Online-Petition in Deutschland wollte etwas Konkretes verändern. Über 130.000 Menschen unterschrieben 2009 per Klick gegen das Netzsperrengesetz der damaligen Familienministerin von der Leyen. Und sie wurden gehört. Der Gesetzesplan wurde eingestampft. Dabei haben normalerweise eher Petitionen mit lokalem Bezug Erfolg. Aber unabhängig von dem Inhalt, jede Petition, jede Unterschrift vergrößert den Datenbestand von Change.org. Deswegen kann die Organisation schnell reagieren und in kürzester Zeit viele Leute mobilisieren. Denn nach der ersten Unterschrift sind viele User auch noch zu weiteren Handlungen bereit. Also wenn Leute einmal eine Petition unterschrieben haben, machen bis zu 70% auch noch eine zweite, dritte und vierte Handlung. Facebook-Demo, Telefon-Demo, Fax-Demo, eine echte Demo. Jeder macht das, was er kann und wofür er Zeit hat. Und überhaupt mitzumachen ist, finde ich, schon mal super. Also man hat nämlich auch immer die Alternative, sich wegzudrehen, wegzugucken und gar nichts zu machen. Bei kleineren Themen mag das helfen. Bei größeren politischen Fragen dürften die Mächtigen sich über die Klickzahlen bestenfalls amüsieren. Deshalb investieren große Organisationen wie Amnesty International oder Greenpeace langfristig in die Hintergrundarbeit und Vernetzung. Neuerdings müssen diese sogenannten NGOs allerdings die hohen Kosten für ihren Mitarbeiterstab vor ihren Mitgliedern rechtfertigen. Denn die neuen Akteure haben wesentlich geringere Verwaltungskosten und sie kosten ihre Nutzer nichts. Nur eine Unterschrift. Die Online-Petitionen werden meines Erachtens den etablierten NGOs schaden, beziehungsweise vielleicht ist Schaden das falsche Wort. Ich glaube, sie werden sie herausfordern. Ich denke, wir stehen vor einem Generationswandel. Und genauso wie sich der Einzelhandel massiv verändert hat durch die Existenz von Plattformen wie eBay, so wird sich auch die NGO-Szene, die Stiftungsszene massiv verändern durch die Digitalisierung. Die großen etablierten NGOs werden sich anpassen müssen, wenn sie weiter vorne mitspielen wollen. Das heißt, zeitgemäße Themen besetzen und eine Sprache finden, die auch junge Netznutzer anspricht. Denn was gerade im Netz passiert, ist ein ausgewachsener Kulturwandel. Was wir sehen, ist ein wirklicher, meines Erachtens, ein Wandel, ein Strukturwandel in der Demokratie, der, wenn er richtig gespielt wird, wirklich zu mehr Partizipation beitragen kann, weil es einfach einfach ist, für Menschen ihre Meinung zu äußern und weil mehr Themen an die Oberfläche kommen. Im besten Fall lassen die Online-Petitionsplattformen eine ganz neue Akteursgruppe politisch aktiv werden. Und sie erzeugen Aufmerksamkeit für Themen, für die sich gar keine großen NGOs interessieren würden. Im schlechtesten Fall nehmen sie Online-Petitionen den Wert, indem sie das Web inflationär damit überfluten. Und dann wäre es auch mit der Aufmerksamkeit vorbei. Eine öffentliche Meinung gibt es nur da, wo Ideen fehlen. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.